Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und anlässlich der heutigen Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank darf ich Sie sehr herzlich zu einem kurzen Update begrüßen. Wir schauen zunächst gemeinsam auf die Fakten. Zunächst hat die EZB kommuniziert, dass alle Entscheidungen unter dem Vorbehalt einer nachhaltig höheren Inflationsrate stehen. Man erwartet eine durchschnittliche Inflationsrate für das Jahr 2018 und 2019 von 1,7%. Dementsprechend der Leitzins, der bleibt aktuell bei 0%. Vor Sommer 2019 sind hier keine Änderungen zu erwarten, also Nullzins noch für mindestens 12 Monate. Auch der Einlagezins, den die Banken zahlen müssen für Einlagen, die sie bei der Notenbank halten, der bleibt bei minus 0,4%. Und das umstrittene Anleiheaufkaufprogramm wird noch einmal verlängert bis zum Dezember 2018, ab Oktober allerdings nicht mit einem Volumen von 30 Milliarden Euro pro Monat, sondern lediglich 15 Milliarden. Also, das ist das Thema. Grund genug, uns hier mal genau anzuschauen, welche Daten die Europäische Zentralbank hier heranzieht, um zu ihren Analysen und Einschätzungen zu kommen und das final kurz einzuordnen aus der Perspektive eines deutschen Anlegers. Wir werfen zunächst einen Blick auf die Inflationsrate in der Eurozone. Die Notenbank geht davon aus, dass wir Preisstabilität haben, wenn die Inflationsrate bei nahe 2% liegt. Sie sehen diese Inflationsrate abgetragen mit diesem roten horizontalen Balken. Und wir können feststellen, dass die Inflationsrate in dieser türkisenen Linie sich zuletzt erholt hat, auf rund 1,9% angestiegen. Und dass gleichzeitig aber die Kerninflationsrate, also dort, wo Nahrungsmittel und schwankungsreiche Energiepreise nicht mit einhergehen, dass die sich immer noch bei rund 1,1% befindet, also deutlich von den 2% entfernt. Und dementsprechend die Europäische Zentralbank, die schaut sehr deutlich auf die Kerninflationsrate, weil man diesen als Indikator nimmt über die strukturellen wirtschaftlichen Aktivitäten in der Eurozone, weil man hier eben davon ausgeht, dass die Kerninflationsrate das nachhaltig besser abgreift als die schwankungsreichere Hauptinflationsrate, bei der ja auch Energie und Nahrungsmittel mit eingehen. Auf der einen Seite die Europäische Zentralbank also durchaus glücklich darüber, dass die Inflationsrate angezogen ist, dass die deflationären, disinflationären Probleme vorerst vom Tisch sind. Auf der anderen Seite schaut man auf das Wachstum und hier muss man leider konstatieren, dass sich das Wachstum in der Wirtschafts-Eurozone entsprechend abgeschwächt hat. Wir hatten ein Wachstum von rund 0,7% im Quartalsvergleich. Aktuell, Sie sehen es hier, wachsen wir zwar noch, aber nur noch mit einer Rate von 0,4%. Und es gibt durchaus Stimmen, die sagen, naja, vielleicht hat die Eurozone ja in diesem Wirtschaftszyklus ja ihr Wachstumszenit schon überschritten. Und da möchte die Europäische Zentralbank natürlich nicht derjenige sein, der dieses zarte Pflänzlein des Aufschwungs abschneidet. Dementsprechend gut nachvollziehbar, dass man auf der einen Seite aus dem Anleihekaufprogramm aussteigt, aber auf der anderen Seite eben den wichtigen Leitzins weiterhin bei 0% lässt, weil, wie gesagt, man möchte eben die wirtschaftliche Aktivität hier nicht durch eine veränderte Zinspolitik abwürgen. Dementsprechend der Verweis auf den Sommer 2019, der verschafft natürlich ausreichend Zeit, um sich nun anzuschauen, was passiert auch noch auf der geopolitischen Ebene, so die Entscheidung der Europäischen Zentralbank einzuordnen. Für den Anleger bleibt die Situation also, wie sie ist. Wir haben einen massiven Anlagenotstand, sichere Kapitalanlagen vernichten Kaufkraft, schwankungsreiche Kapitalanlagen kosten Nerven. Und wir haben Ihnen das hier mal abgetragen für verschiedene Vermögensklassen. Sie sehen es, 5-jährige deutsche Staatsanleihen minus 0,3%. Also ein ordentlicher Abstand zu der Inflationsrate in Deutschland von 2,2%. Unternehmensanleihen der Eurozone 0,8%. Wenn man die Steuer berücksichtigt, also auch deutlich unterhalb dessen, was man benötigt. Und nur bei Anleihen mit schwächerer Bonität liegt man oberhalb der Inflationsrate. Und das zeigt, wie sehr hier die Kapitalmärkte verzerrt sind, wie stark natürlich auch Rendite-Risikoprofile durch die Anleiheaufkaufprogramme der Zentralbank, respektive auch durch den Anlagenotstand der Nullzinsen hier entsprechend verzerrt sind. Wenn wir gleichzeitig auf das deutsche Geldvermögen der privaten Haushalte schauen, wie es von der Bundesbank ermittelt wird, dann sehen wir zum einen, dass wir ein Volumen von fast 6 Billionen Euro erreicht haben, also das wirklich sehr erfreulich. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass rund 41% in Versicherungen und Pensionskassen liegen, also zinsorientiert, weitere 39% in direkten Zinsanlagen auf Konten und ähnliches, dazu noch ein bisschen Anleihen und auch das Volumen Investmentfonds, was ja zu einem ordentlichen Teil auch in zinsabhängigen Papieren liegt, sodass man durchaus festhalten muss, dass wahrscheinlich irgendwo oberhalb der 85 bis 88% des kompletten Geldvermögens der deutschen privaten Haushalte momentan in Zinsanlagen liegen. Da einfach gesprochen muss man sagen, das deutsche Geldvermögen ist eine Wette auf steigende Zinsen.
Da hat die Europäische Zentralbank ja kommuniziert, dass davon nicht auszugehen ist. Gleichzeitig auch auf natürliche niedrige Inflationsraten. Nun ja, da möchte man natürlich, dass die Inflationsraten steigen. Und auf der anderen Seite auch eine Wette auf die Stabilität der Währung des Finanzsystems im Allgemeinen. Also durchaus das deutsche Geldvermögen hier sehr, sehr einseitig ausgerichtet und meines Erachtens auch auf Zukunftserwartungen, die dem diametral widersprechen, was wir momentan als Willen der Zentralbank auch im Korsett der europäischen Gemeinschaftswährung hier sehen. Gleichzeitig für Deutschland, wir sehen eine Inflationsrate, die höher ist als die Inflation in den Rest der Eurozone. Klar, wir haben die stärkste Wirtschaft, wir haben Arbeitsmärkte, die sehr stark angespannt sind. Und dementsprechend der Realzins in Deutschland, also der 12-Monats-Zins abzüglich der offiziellen Inflationsrate, Sie sehen es hier, der Realzins ist mehr als 2,2% im Minus, und das erklärt natürlich auch, warum wir Entwicklungen an den Immobilienmärkten haben, die von Rekord zu Rekord jagen, und warum natürlich auch das Risiko von finanziellen Fehlentscheidungen extrem hoch ist. Also, meine Damen und Herren, mit Sicherheit viele Anreize, sich mit der Vermögensstruktur zu beschäftigen. Wir sehen das Thema niedrige Zinsen, was die zinsbasierte Altersvorsorge in eine Schieflage hat geraten lassen. Da gibt es einiges zu tun auf der privaten Seite. Wir sehen gleichzeitig, dass wir natürlich im Euro uns in einer Schwachwährung nullverzinst hier entsprechend bewegen. Also Diversifikation in dem Sinne natürlich auch sinnvoll. Und die meisten Ziele, die Anleger mit dem Vermögen verfolgen, eben langfristig ihre Kaufkraft zu steigern, um auch den heutigen Konsumverzicht auch sinnvoll vergütet zu bekommen, den wird man mit Zinsanlagen nicht erreichen. Also man muss eine Anlagestrategie herleiten, die zu den persönlichen Präferenzen passt, die vor allem auch die finanziellen Risikobedürfnisse berücksichtigt und dementsprechend ein sinnvolles globales Kapitalmarktportfolio. Das kann und muss die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen in der Eurozone sein. Grundsätzlich, auch das muss man natürlich noch sagen, das macht Sinn, sich mit dem Thema Vermögensstrukturierung zu beschäftigen. Sie wissen, egal bei welcher Bank Sie sind, wir können Sie überall beraten. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Zeit, wünsche Ihnen einen schönen Tag, machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.